sagt nichts. Piotr ist stumm. Dafür hat er ein feines Gehör. Stimmt's, Piotr? Sprich mit dem Alten, wenn du etwas von uns willst. Er ist unser Anführer. Willst du Schnaps? Hab guten Selbstgebrannten, nicht so einen billigen Blindmacher. Drei Gläser davon und die Welt ist dein Freund. Dass die Welt mein Freund wird, kann ich mir kaum vorstellen. Das mit dem Blindmachen schon eher. Hey, was treibt ihr denn hier? Ihr seht ja ordentlich bewaffnet aus. Habt ihr ein bestimmtes Ziel? Wir sind auf dem Weg raus aus dieser Scheiße. Du scheinst ebenfalls gut bewaffnet zu sein. Wir könnten noch jemanden gebrauchen, der weiß, wie man mit einer Waffe umgeht. Was hältst du davon, wenn du mit uns kommst? Ich gebe dir eine Chance. Eine wirklich einmalige Chance. Du darfst uns in den Garten Eden begleiten. Einen geheimen Ort, wo unzählige Quellen sprudeln. Ja, frisches, sauberes Wasser. Und wo die Bäume sich biegen vor reifen Früchten. Wo es saftig grün ist und nicht verdorrt. Wen willst du hier zum Narren machen, alter Mann? Wenn es so einen Ort tatsächlich gibt und du weißt, wo er ist, warum willst du ausgerechnet mich dorthin mitnehmen? Ganz einfach. Du siehst wie ein erfahrener Kämpfer aus. Du könntest uns helfen. Der Garten Eden liegt versteckt im tiefsten Ödland. Der Weg ist nicht wirklich weit, aber sehr gefährlich. Du musst wissen, ich habe eine Karte. Leider hat mir so ein Gangbuster die eine Hälfte abgenommen, als ich sie ihm zeigte. Ich bin mir sicher, dass er zu seinen Kumpels ist und die jetzt auch nach dem Garten suchen. Deshalb haben wir es eilig. Auf der Hälfte, die sie mir gestohlen haben, ist nur eine grobe Wegbeschreibung. Aber meine Hälfte wird uns schnell zum Ziel führen. Glaube nur nicht, ich zeige sie dir, ehe wir dort sind. So ein Risiko gehe ich nicht nochmal ein. Hier ist mein Angebot. Komm mit und hilf uns, falls die Gang uns angreift. Dann lasse ich dich in meinen Garten Eden. Dort kannst du dann essen und trinken, so viel du willst. Ist das ein Wort? Vielleicht bin ich interessiert. Aber bevor ich mich entscheide, sag mir, wer die anderen in deiner Gruppe sind. Gut, das ist nur fair. Das ist Mickey, mein Enkel. Der Junge ist der Grund, warum ich am Ende meiner Tage diese weite Reise unternehme. Ich will, dass Mickey im Garten Eden das Sonnenlicht auf dem Wasser tanzen sieht. Die anderen beiden hier kenne ich kaum. Sie sind Söldner, genau wie du. Ich habe sie angeheuert, damit wir uns verteidigen können, falls es notwendig wird. Als Belohnung dürfen auch sie im Garten bleiben. Übrigens, Piotr ist stumm. Macht also keinen Sinn, ihn voll zu quatschen. So viel dazu. Was ist jetzt? Kommst du mit oder nicht? Einen Versuch ist es wohl wert. Du sagst, es sei nicht weit weg? Gut, ich bin dabei. Dann lass uns aufbrechen. Was gibt es groß zu reden? Los, zum Garten Eden.